Hallihallo und herzlich willkommen zurück bei Allein in Valheim. Es ist 16:45. Wer geht denn um 16:45 schlafen? Mal ehrlich jetzt, wir werden jetzt noch 2, 3 Palisaden da hinstellen. Und dann? Und wenn wir überhaupt schlafen gehen, schlafen wir ja wohl in unserer Raidbude. Also was genau hatte ich jetzt gerade vor? Ich weiß es nicht, ne? So, also ich möchte auf jeden Fall hier erstmal raus. Wäre ganz cool, wenn wir hier mal so... Danke. So. Lass mal gucken. Kommt doch bestimmt gleich wieder ein paar Buddies, die mir auf den Brenner gehen wollen. Ach, hier wollte ich ja noch Erde aufschütten, ne? War das nicht so? Hier brauchen wir noch eine weitere Werkbank. Okay. Mach ich mal so. Wieso? So geht doch, ne? Okay. So, dann hier. Ja, ist schon orange. Das ist nicht so gut. Warte mal, dann machen wir das mal anders. Dann nehme ich mir mal die Spitzhacke. Oder wen muss ich mir da jetzt? Die 6 muss ich mir nehmen. Ja, jetzt wird's dunkel. Fehlende Voraussetzung, weil ich keine Steine habe. Ne? So ein Blödsinn. Ich sehe hier eh nichts. Leute, wir gehen jetzt schlafen. Dann hole ich mir Steine. Hole ich mir aber einfach von hier. Ja. Ah, wie cool das ist. So. Und Ratzen. Oh ne, jetzt kriege ich Vergasung. Oh Gott, sterbe ich, wenn ich nachts die ganze Zeit Rauch habe? Oh, bitte nicht. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht. Ich verliere alle meine Skills. Wie viele Skills verliert man eigentlich? Oh Gott. Oh, schnell raus. Ja, komm, ich esse mal einen Happen. Ich glaube, das ist eine gute Idee. Ich esse jetzt trotzdem. So, wir holen uns Steine. Und dann werden wir da ein bisschen auftürmen. Es regnet. Es regnet. Es ist großartig. So, hier ist Holz. Wo haben wir denn einen Stein? Da vorne. Hier so. Rock. Boah, hab ich mich gerade erschrocken. Da guckst du einfach mal kurz nach links hier im Real Life aus dem Fenster. Und dann ist da so eine fette Taube und guckt dich an. Mann, mach doch sowas nicht mit mir. Aber eine Taube geht ja noch. Schlimmer wird's, wenn da diese riesengroßen Möwen, die wir ja hier oben im Norden haben, wenn die dich plötzlich angucken mit ihrer halben Meter Flügelweite. So. Oder 1 Meter Flügelweite schon eher. So, wie viele Steine haben wir? Haben wir genug erstmal? Ich guck mal. Vielleicht können wir dann ganz entspannt mal eine Runde hier auftürmen, weil wir müssen das machen. Sonst bricht uns hier die ganze Kacke zusammen. Ja. Aber das dürfte ja jetzt nicht das Problem sein, denke ich. So, dann mache ich jetzt hier einfach mal spontan weiter. Mit den Dingern und dann wird hier wieder aufgetürmt. So. Und wieder. Hallo? So. Ist mir eigentlich egal, wie hoch das ist, tatsächlich. Je höher, desto besser, oder? Also da muss jetzt auch nicht super schön aussehen. Und wenn dann der Troll um die Ecke kommt, der latscht da einfach hier in den Graben rein. So. Okay.
Okay, wir müssen hier mal ein bisschen runtergehen, ne? Ich mach mal so. Das ist natürlich auch nice, dass man das hier noch höher machen kann. Guck mal, wie cool. Das finde ich echt gut. Ja, okay, jetzt müssen wir hier nochmal auftürmen. Können wir auch gerne noch mal ein bisschen höher. Aber hier würde ich jetzt gar nicht so hoch gehen, weil ich müsste mir wirklich hier noch einen Turm machen, ne? So, mal schauen, wie wir das hinkriegen. Also jetzt snappt hier leider nichts mehr. Also hier oben schon. Achso, ich habe kein Holz mehr. Ja, alles klar. Sag doch was. So, 7. Geh ich mal auf die Seite. Gucken, was da so los ist. Ah, ich höre euch doch. Kleinen Scheißer, ihr. Gebt mir mal eure Schwänzchen. So, fein. Ihr Feinen. So, hier oben. Das sieht schon ähnlich aus wie bei unserer Hauptbase, ne? Ist ein bisschen verwirrend. Bleib stehen. Bleib jetzt stehen. Bleib gefällig stehen, wenn ich dich töte. So. Beide. Au. Gott, der ruckelt sogar die Musik. Das ist ja. Huch. Bleib stehen. Bleib so stehen. So. Guck mal, die Axt ist gleich schon wieder hinüber. Die muss ich natürlich drüben reparieren. Das ist auch nicht so clever, ne? Also ich. Wir müssten theoretisch hier das so machen, dass das Haus so einen Balkon drumherum hat vielleicht. Und das Haus nimmt die komplette Innenfläche ein. Nicht nur so eine kleine Butze wie jetzt gerade, sondern es nimmt die komplette Innenfläche ein und hat vielleicht sogar 2 Stockwerke nach oben, sodass wir vom Dach aus uns dann überall in alle Richtungen... Wir machen ein richtiges Dach oben drauf, genau. So eine richtige Festung, ne? Wo man so eine wie heißt denn das? So ein Wehrgang drumherum hat und dann alles von allen Seiten beschießen kann. Auch Trolle. Und im Haus ist auch der Teleporter. Und nicht draußen. Also so die Idee. Guck mal, der steht hier eh schon so schief. Also ich kann eh nichts mehr nehmen. Na gut. Gut. So, Axt ist gleich kaputt. Okay, ein bisschen Steine müssen wir wahrscheinlich gleich noch holen. Dann machen wir die Palisaden. Ne? Also so wie ich jetzt... dieses Quadrat hier vorne sozusagen. Das würde ich komplett als Haus machen. Also richtig komplett. So. Geht nicht mehr, weil hier keine Werkbank ist. Alles klar.
So, jetzt vielleicht? Okay. Warte mal kurz. Ich wurde ganz kleinen Moment. Ich wurde gerade ein bisschen abgelenkt, weil mein Telefon geklingelt hat. So. Kann ich denn jetzt hier was drunter packen? Das ging doch vorhin auf. Na gut, dann machen wir das wieder mit Erde. So. Dann machen wir mal ein bisschen rauf. Jetzt habe ich keine Steine mehr. Gut, dann holen wir noch mal ein paar. Ja, kein Problem. Hier ist ja was. So, aber ich muss trotzdem gleich die Axt reparieren. Aber noch haben wir ja Holz, hoffe ich. So. Nein, hör auf. Oh Mann. Er macht immer noch einen Schlag hinterher, ne? Ist euch vielleicht auch schon mal aufgefallen bei euren eigenen Games. Wenn du einmal zu oft drückst, dann kommt noch mal so ein Schlag hinterher und dann hast du dieses Loch. Naja. So. Schnell nochmal auftürmen. So, okay. Hier auch nochmal. Da muss noch einer hoch, ne? Oh Gott, das war zu viel. Toll. Nein, nee, hallo. Jetzt hat er wieder zu viel gemacht. Und den nimmt er nicht mehr weg. Großartig. So. Okay. Keine Werkbank mehr. Ja, dann können wir ja die andere holen, ne? Muss ich ja nicht immer eine neue hinstellen. Kann ich auch einfach die nehmen. So. Ich hoffe, das ist sinnvoll, was ich hier gerade tue. So, weiter. Ist das von der Höhe ist es ja dann ungefähr. Da vorne ist es zu niedrig, ne? Mal schauen. Keine Steine. Nein, wisst ihr, genau das meine ich. Das ist ein bisschen nervig. Dass er immer noch mal so einen Zusatzschlag hat. So, jetzt bitte nicht. Okay. Goodie, goodie. So, muss mal ein bisschen auftürmen. Ist aber auch eine Heidenarbeit hier, dieser Kram, ne? 6. Was? Ist da gerade was eingestürzt? Nein! Warum? Ich wollte nur wissen, ob da was eingestürzt ist. Oh nein. So was Dusseliges. Mal ehrlich jetzt. Genau, fall einfach nochmal runter. Das macht. Es ist richtig gut. Lecko Bio, echt jetzt. Bleib stehen. Mann.
Okay. Warte mal, das kann man auch noch mal kurz hier reparieren, ne? Oh, jetzt ist das wieder hübsch. Ah, herrlich. Mann, 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 du. So, komm, ich gehe noch ein bisschen was töten da vorne. Wenn wir schon mal alles aufs Silbertablett bekommen, dann nehme ich das natürlich gerne mit und gerne in Anspruch. Wow. Vor allem, wo die immer hinfliegen, wa? Bleib hier. Ihr auch. Ihr fliegt auch immer 3 Meter weit weg. Und noch mehr. So. Ja, ein bisschen was abrutzeln müssen wir auch mal zeitnah. Okay, wir sind fast rum. Aber es dauert halt alles seine Zeit. Muss ich auf die andere Seite. So, ich gucke jetzt mal, dass ich hier noch eine Etage runterkomme, ne? Weil ich würde gerne... hier drunter. Möchte gerne hier drunter. So, hier müsste ich doch jetzt eigentlich einen runtersetzen können. Oder nicht? Ja, guck. So meinte ich das. Genau. So. Aber ich kann ja auch erstmal gucken. Achso, ich brauche schon wieder eine Werkbank, ne? Ja, klar. Ich kann ja erstmal gucken, wie hoch das tatsächlich ist. So. Ich habe kein Holz mehr. Ist das jetzt die gleiche Höhe? Habe das Gefühl, dass das eher ein bisschen niedriger ist hier, das Ganze. Vielleicht machen wir das dann nochmal anders. Ich muss mal gucken. So, wir brauchen also Holz. Und meine Axt ist fast kaputt. Und ich habe wenig Leben und überhaupt. So, mal gucken, ob es reicht. Könnte knapp werden. Okay, jetzt ist sie down, okay. Alles klar. So, dann lass mal gucken, wie weit wir noch kommen. Ja, das hinten sieht kacke aus. Dann werden wir hier mal schauen, wie weit wir kommen. So. Ja, ja, essen, bla bla. Also diese Höhe würde ich dann doch schon noch präferieren, ne? Schon wieder kein Holz. Ja gut, das ist natürlich jetzt doof. Aber gut, so ist es. Ja, okay, alles weitere später. Und dann erstmal nach Hause reparieren. Das ist so cool hier.
Hier müssen auf jeden Fall diese Schrägpalisaden noch hin an der Tür, ne? Dass die hier nicht einfach so reinspazieren können. Hier, nee, da will ich gar nicht hin. Hier will ich hin. So. Kurz reparieren. So. Dum-di-dum-di-dum. Schepper, schepper. Hier schon wieder 16:30. Ist eh gleich wieder dunkel, ne? Naja, ich versuch's mal. Ich versuch mal noch 2, 3 Palisaden hinzulegen. Hinzustellen. Ein bisschen was haben wir ja noch an Material. Ach ja. Oh, mir macht das immer noch so mega Spaß, ne? Also alle Spiele aktuell, die ich zocke, machen mir mega viel Spaß. So muss das sein. Oder? So muss das sein. So, komm. Lass mal hier nochmal eine Runde... Na. Lass mal hier nochmal eine Runde aufschütten und dann machen wir hier die Ecke. Würde ich sagen. Ach ja, ich bin auch doof. Ja, deswegen bin ich doch gerade hochgelaufen. Go, go, go! Was? Genau, dafür habe ich die Axt repariert. Für dich, mein Freund. Für dich. Nur für dich. Und hier vorne ist wieder so ein schöner Baumpulk. Richtig. Oh Gott, es wäre beinahe schief gegangen. Vor allem, ich weiß nie, wo ich hinlaufen soll, ne? Und er läuft auch immer erstmal nicht. Also der Figur, der Charakter. Läuft auch immer erstmal gar nicht. Alter, was? Jo, läuft. Ja, schön. Guck mal, so kann man sich auch Axt sparen, ne? Oh Gott. Gefällt mir. Viel cooler wäre jetzt noch gewesen, wenn wir die Rehe auch noch kaputt gemacht hätten. So. Mitnehmen. Und es ist Nacht. Wir müssen schlafen. Und ich bin voll. Und überhaupt. Och, jammer. So. Ab nach Hause. Ab nach Hause. Na? Nehmen wir doch gerne. Ja gut, jetzt sehe ich hier nichts mehr. Das macht auf jeden Fall Sinn, wenn wir jetzt nochmal eine Runde pennen gehen. So. Wie können wir eigentlich eine Vergasung kriegen, wenn die Tür auf ist? Macht gar keinen Sinn. Das macht gar keinen Sinn. So, dann laufen wir wieder raus. Boah, Tag 62. So, okay. Dann machen wir mal die Ecke hier fein. Diesejenige welche? Okay, einmal aufschütten. Hier auch. Ich glaube, hier ist auch noch eine. Hier muss auch noch was hin. So. Ja, er kann das nämlich weg hier.
weil das irgendwie kacke aussieht. So, dann drehen wir das. Ja, und da können wir natürlich auch noch ransetzen. Das habe ich jetzt so gar nicht. Hier geht's nicht, ne? Mach ich trotzdem. So. Okay. Gefällt mir. Ich mach mal kurz diese Dinger weg hier. Diese ganzen Werkbänke. Obwohl das richtig dumm war gerade, ne? Oder? Weil ich ja schließlich noch diese Schrägteile brauche. Aber ich glaube, dafür benötigen wir Kernholz. Ja, Kernholz kriegen wir im Dunkelwald. Das ist kein Problem. Dann stelle ich den Kack wieder hin. So. Oben ist auch noch einer. Dann machen wir uns mal ein bisschen Kernholz. Da vorne ist der Dunkelwald. Starte ich einfach hier mit so einem Baum direkt. Aber ich brauche nicht die Tannen, oder? Brauche ich nicht die Fichten? Muss mal kurz gucken. Ich glaube, die Tannen werfen nur klassisches Holz ab. Oder? Oh, ich habe neue Rezepte. Ich kann jetzt Tannen anbauen. Na gut. Ja, ist nur klassisches Holz, ne? Hier, da vorne. Fichte. Hier, sowas, ne? Eine Kiefer. Ne? Oh. Oh. Ja, die sind es. Ich habe gar keinen Platz. Ich habe gar keinen Platz. Ich hau mal ab kurz. Wir sind eh fertig und ich muss unbedingt, wenn ich da im Dunkelwald unterwegs bin, muss ich dringend essen, weil mit 25 Leben ist nicht so cool. Das ist nicht so gut. Also würde ich sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge wieder. Dann werden wir uns hier mal so ein paar von diesen schmerzhaften Palisaden bauen. Wie heißen die überhaupt? Hier. Pfähle. Scharfe Pfähle, die bauen wir uns ein paar hier drumherum. Vor allem am Eingangsbereich, aber auch an allen Ecken und Kanten und so. Und dann werden wir die mal ein bisschen aufstellen. Mal gucken. Das möchte ich gerne. Ja, wir müssen uns vorher auf jeden Fall ein bisschen ausrüsten, ein paar Sachen abgeben, weil hier ist nur Schnullifatz drin. Haben wir auch eine Kiste? Ja, da vorne. Guck mal hier. Holz ist ja schön und gut, aber wir brauchen auch noch ein bisschen was anderes. So. Das packe ich mal alles hier rein. Erstmal. Das müssen wir aber dann alles rüberbringen in die andere Base. Honig ist Essen, das kann da bleiben. Zapfen brauchen wir jetzt auch nicht. Und das brauchen wir jetzt auch nicht. So, okay. Also, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zur nächsten Folge. Macht's gut. Ciao.